Moin Moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück zu Endless Let's Play Studio, direkt aus dem Kölner YouTube-Stadion. musste einfach sein. Nee. Willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands Roleplay zusammen mit Reaper. Hallo. Navo. Hi. Vanva. Hallo. Und wir haben gegen Artikel 13 gewonnen, juhu. Was? Was? Hm? Wollte ich das auch mal sagen. Okay, was? Was? Ab in die Rollen. Können wir nach dem Auftrag besprechen. Also wir sind hier, um den Generator auszuschalten. Welchen Reaper, du könntest von hier oder von dem Plateau hier vorne könntest du gleich am besten schießen. Ja, ich nehme das Steinchen da drüben, das ist glaube ich schöner. Ja, ich dachte nur nicht, dass du die Bäume da im Blickfeld hast. Weißt du, wohin du läufst, Enno? Das ist alles etwas schlechter. So, ich setze mich mal ein bisschen weiter rechts hier ins Gebüsch. Ich sehe aber keinerlei Gegner außer dem Mörser oben auf dem Dach. Schalten wir das Licht aus. Ich sehe ein fünftes Ziel. Enno und Vanva, ihr folgt dem Wanderweg, richtig? Mhm. Mehr oder weniger, ja. Okay. Mehr oder weniger, ja. Okay, dann weiß ich schon mal, wo ihr ungefähr hinkommt. Bei der 4 befindet sich noch ein schwer bewaffneter Gegner. Ja, sehen wir. Okay, da sehe ich euch. Alarm ist ausgeschalten. Hab den Alarm ausgeschaltet. Sehr gut. Hier vorne auf der Treppe ist noch einer, den ich nicht markieren kann. Hab ihn im Blick. Sehen kann ihn ausschalten. Kann ausgeschaltet werden. Irgendjemand wurde gesehen, glaube ich, die sind nervös. Negativ. Nee. Okay, die haben gerade rumgebrüllt. Was ist mit der 1, die da gerade ums Gebäude kommt? Kann die abgeschossen werden? Ich stelle eine potenzielle Gefahr dar. Warten. Jetzt abschießen. Folgen. Okay. Hat sie. Gut. Der schläft am Tor. Achtung, die 2 kommt raus. Ja. Die sieht eine Leiche, glaube ich. Ja. Wie auch immer er das geschafft hat. Hans, guck in die Luft. Ja, wahrscheinlich. Na, was war denn das? Ich hab keine Ahnung, warum ich dich... Wieso? Na, hast du keine Vollmantelgeschosse, die durch die Wände schießen können? Eigentlich schon, aber der scheint sich dahinter keine Ahnung was zu verstecken. Achtung, die kommen zu euch gelaufen. Na, soll sie zu mir kommen, dann sterben sie. Nee, die kommen ja nicht zu dir. Also. Ja, eins kommt den Berg zu euch hoch. Eins ist ausgeschaltet. Ich muss ein bisschen laufen, Mörser. Ich kenne deine Position nicht. Beide ist ausgeschaltet. Granate kommt, komme mir da Culeros. Ich deck die mal ein bisschen. Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich versuche zum Mörser zu kommen, halt durch. Was ist denn hier los? Alles explodiert! Wow, ist der Mörser. Weg! Pass auf! Ich brauche gerade eine schnelle Aufklärung, wo man hin kann, relativ sicher. Wir können rein zum Eingang, da hatte ich gerade noch einen letzten, glaube ich, ausgeschaltet. Vorsicht! Ja, das glaube ich nicht. Das kommt mal weiter hinten. Hier könntest du den Silos laufen. Die Silos? Ah, da. Die sind links von dem Gebäude. Also 1 zerstört. Links? Achso, oh, alles Starschütze. Links am Gebäude vorbei, da sind 2 Silos und dort ist auch so ein Eingang ins Gebäude. Kann man denn hier auch aufs Gelände? Im Moment ist es sicher. Ich habe von meiner Position vorhin nichts gesehen, aber das Mörser ist erstmal noch weg. Also von daher mal erstmal hoch. Ich umrunde einmal das Gelände, um drauf zu kommen. Okay, ich komme nur über den Haupteingang rein. Ja, geht auch nur so. Die hab ich ansonsten keine Waffen gegen gesehen. Sieht auch ganz ruhig aus jetzt. Okay. Ein Labor. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Vielleicht kann ich hier ja die Aggression gegen meinen Chemielehrer loswerden. Ich schalte mal den Generator ab. Oh, und dann gerade in Funk. Ziel ist es. Einen Heli. Ziel ist es, den Generator zu zerstören. Die Ladung ist scharf. Na dann. Ladung ist scharf, in Position. Oh, hier ist noch ein Orden.
im Labor. Wo genau? Oberes Stockwerk. Da wo diese Kühlaggregatoren sind, glaube ich. Hier links, genau. Dann rechts, glaube ich. Nee, ich irgendwo hier liegt das. Es gab für mich nichts. Hä? Wo denn? Na, irgendwo hier oben. Auch nicht. Irgendwo hier habe ich das gesehen, gerade habe ich was aufgehoben. Hier. Auf dem roten Container. Oh. Gott, einmal brüllen putzen. Ist alles angelegt? Ja. Na, du hast den Sprengstoff doch wieder angebracht. Ich hab bring nur als Unterstützung zu dir. Sprengen wir unter meiner Aussicht. Ja, ja, deswegen. Ich meine, okay. Warte. Ich sag, verzeihung, Reaper, wir gehen trotzdem raus. Der Sprengstoff hat doch nicht ein bisschen Radius. Du willst nicht dort drin stehen, wenn die Bude brennt. Vor allem okay. Nicht bei den ganzen Chemikalien, die da drin sind. Du kannst loslegen. Das hat erstaunlich wenig gebracht. Ich bin nicht so gut im Sprengen anscheinend. Eine kurze Frage, wo ist der Ort? Oben. Obere Etage. Ich kann es dir zeigen. Dann versuche ich mal die Sprengung hier. Ich glaube vom Fachmann ist das besser. Ich denke, das ist besser, ja. Das lässt du gerne unter, oder? Hier in der Ecke. So nicht das Ding hier? Ja, unten der. Ich weiß nicht, was hier oben. Dort oben sind keine Generatoren, das sieht man eher aus wie ein Kühlsystem. Ja, geh mal weg von dem Ding da. Ne, warte mal. Ich hab da auch noch ein C4. Position. So. Endos Aufgabe. Alle raus. Beziehungsweise in sichere Entfernung. Ich denke schon. Das sollte reichen. Okay, 3, 2, wann war? Oh! Du stehst im Sprengradius. Ich wusste nicht, dass das so gesprengt wird. Das ist der Generator, okay. 3, 2, 1. Labor zerstört. Pua, auf zum nächsten. Was zum? Sehr gut. Bei mir in der Gegend ist auch noch was explodiert. Was? Vielleicht durch die Druckwelle. Weil der LKW vorher schon explodiert. Ja. Ja. Okay. Ja, das ist jetzt unser Leben. Könnten wir jetzt irgendwo einsteigen? Hier ist nass. Komm rein, nichts. Ja, stell dich nicht so an. Moment, ich fahre. Wo seid ihr denn hin? Da. So, jetzt haben wir den Saft abgedreht. Und was jetzt? Ja, jetzt fahren wir weiter zum nächsten. Ich glaube, wir müssen noch ein Labor befreien. Jupp. Nein, wird man das jetzt nicht. Ja, vom Strom befreien. Hinter uns. Steht näher in Dorfer Kreuzung. Ein paar Sekunden war dieses Auto noch ganz normal. Oh Gott! Uns kommt ein Auftrag entgegen, den sollten wir vielleicht mitnehmen. Oh. Das Geschäft ist ausgeschaltet. Hm. Fahrzeug steht. Fahrzeug steht, ja. Beides Geschütz ausgeschaltet. Kann nichts machen. Schnell. Noch können wir was absetzen. Ja, der ist gepanzert, der sollte einfach aushalten. So, ich hab's markiert. Sehr gut. Aua. Geht's allen gut? Noch geht's allen gut? Ja, noch. Das Fahrzeug nicht mehr. Vorsicht! Oh Gott, die explodiert alles! Oh Gott, Enno! Da hatte ich doch die Explosion ein bisschen mitgenommen. Danke, hinter uns! Oh Gott, da war es auch gefallen. Ja. Und das hier. Heilige Maria. Ach Gott, danke. Ist ja alles kaputt, außer dieser Neubau, der hier steht. Und hier klaut sich erst meine Familie. So, wenn wir von dem Einsatz zurückkommen, so. Dann werde ich mir mal einen neuen Wagen holen. Hinter uns. Was wird es denn für einer? Bei der Kohle, die wir eingesteckt haben, können wir uns so viel leisten. Benz, ein SL65 AMG. Ach du Scheiße.
Oh, schön. 4,2 Liter Motor, 365 PS. Und auf 100 in bestimmt 3,4 Sekunden. Dann haben wir natürlich noch die Black Series Edition. Alles unter 600 PS ist nix. Es kommt nicht nur auf die reine Leistung drauf an, das Gewichts-Leistungsverhältnis ist entscheidend. Schöne Limousine. GT. Oder ein funktionierendes Navi. Nach rechts, Entschuldigung. Ja, die Satellitenverbindung war kurz ausgefallen. Ich habe mir gerade überlegt, dass wir doch erst einen anderen Auftrag machen. Das könnte aber ein bisschen schwieriger werden. Das ist gar kein Problem. Hat hier eigentlich jedes Auto eine Kotztüte an Bord? Ja, das von den Kindern bestimmt. Ganz ruhig bleiben. So, das Frühstück ist weg. Komm schon. Super. Ich glaube, ich lasse heute das Mittag rausfallen. So wie er hier fährt, bestimmt. Wir kriegen das hin. Ich bin da zuversichtlich. Einfach positiv denken. Der ist geländegängig, der Wagen. Wenn du weiterhin nur Gas gibst, dann jobst du den Motor. Ja, ich weiß, der Motor, der... Entfernst dich von der Straße. Die Motorkontrollleuchte leuchtet auch schon. Ich hab den Berg hochzufahren mit einer Maschine, die gerade bei 15 PS hat oder so. Also, wir müssten theoretisch in Richtung hinter uns. Aber ich will nichts sagen. Also hier ist... Nicht so. Halt dich mal links, dass ich nicht fahre. Geradeaus, ja, geradeaus ist auch möglich. Aber da ist ein Fluss, sei vorsichtig. Yes. Also, das nochmal zurück. Links über das Rohr und dann hast du gut die Straße. Heilige. Gehen wir jetzt ein bisschen rechts hier. Eieiei, der Wagen ist nicht so geländegängig, wie ich dachte. Halleluja, ein Engel ist hier. Ist das Aquaplaning? Wir brauchen alle einen Schutzengel. Also ich. Einen, wenn der fährt, brauchen wir davon 100. Ich warne euch jetzt schon mal vor, wir werden auf ein Unidad-Gelände fahren müssen. Oh, du hast doch nicht mal alle Latten an der Zinne, Schäfchen. Wir müssen da den Obermuffi wegknallen und davon überzeugen, dass das. Dunk! Oh Gott. Dass das. Wie hieß er? Elway. Ne, das Bento, das war. So. Nach rechts müssen wir. Und geradeaus ist das Gelände, glaube ich. Halt, ich sehe da einen Turm. Stopp. Oh Gott, ja, beziehungsweise fahr erstmal weiter, genau. Ja. Wir können uns lieber von der Brücke aus hier annähern. Ich dachte, wir brechen jetzt durch das Gelände. Ich hatte auch kurz die Sorge. Ich sehe eine montierte Waffe. Vorne steigt auf. Von hier hat man einen guten Überblick über das Gelände. Wir könnten uns auch über den Wasserzugang ausnahmsweise mal nähern. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe einen dritten Tank. Seht ihr da hinten die 1 markiert? Ja. Positiv. Ich denke, von da aus werden wir zugreifen. Ich sehe bei den Zelten noch einen. Das ist doch Santa Blanca, also. Ja. Oh! Gut, dass mir keiner sagt, dass in dem Turm noch ein Typ sitzt. Das haben wir nicht gesehen. Und unser Sunny wurde mal wieder von der Bevölkerung angefangen. Danke. Verrückter. Das ist unglaublich. Okay, großer Heli. Geht erstmal runter zum Wasser. Zum Glück habe ich immer leichte Kleidung dabei. Sieh an, das muss das ganze Operationszentrum negativ sein. Der örtliche Buchon muss hier was immer stört dich? Der Turm. Verdammt. Müsste halt meine Position verändern, um ihn auszuschalten. Ich kann mal eben zur Brücke zurückkehren, Augenblick. Einstiegspunkt war bei der 1. Ich war halt oben im Turm, dran, da kann ich nicht drauf schießen. Schwimmt noch ein bisschen weiter. Aufpassen, wir haben einen Geschützturm. Da wo die 4 ist, auch noch dran vorbei, da seht ihr so ein Häuschen.
denke, das wäre der schlauste Weg. Okay. Es wäre gut, wenn Reaper inzwischen irgendwie das schafft, die zwei auszuschalten. Ist tot. Sehr gut. Okay, ihr könnt jetzt schon mal ein bisschen nach rechts. Die 4 zieht auch ab und das Gelände bei hinter der 4 ist alles sauber. Okay. Hey, Moment mal, hier kann ich hoch, das ist doch viel schöner. Komm ich da auf, ja? Na, die sind da auch schlau. Beim größten Regen hängt die Wäsche raus. Mhm. PCs. Vielleicht waschen sie so. Was ist das Waschen? Naja, von hier ist der Überblick über das Gelände nicht so gut. Bei mir in der Ecke, also ich befinde mich auf dem Wellblechdach. Nahe des Hubschraubers. Aufpassen, wir haben einen Geschützturm. Und hier ist alles voller Feinde. Okay. Unmarkierter Feinde, wohlgemerkt. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf jeden Fall. Die 3 guckt wieder in eure Richtung. Ich denke, die patrouilliert jetzt wieder zu euch hin. Nicht gerade noch die 4, die hier stand? Ja, aber die 4 ist jetzt schon mitten im Lager. Okay. Ihr könnt schon mal grob in die Richtung von der 2 gehen. Seid aber vorsichtig, da ist noch. Mhm. Da sind noch weitere Personen bei den Zelten. Ja. Drei, jetzt drei bei der 3. 3 und unmarkierte Personen nähern sich mir. Über die Gebüsche kann man da relativ gut rein. Ich sehe diese zweite Person bei der 3. Ja, lass sie noch ein Schrittchen näher kommen, dann könnt ihr die beiden ausschalten zusammen. Okay. Bei den unmarkierten könnt ihr jetzt ausschalten. Der ist ausgeschalten. Sehr gut. Okay, die 3. Könnte ich die ausschalten? Ja. Bis zu dem alten Standpunkt von der 3 ungefähr, also auf der Linie, könnt ihr vorrücken. Mhm. Passt mit der 2 auf. Vorgerückt. Der schaut halt Richtung Wasser. Ja, der ist an einem kleinen Verschlag mit Geschütz. Tango getötet. Manuel, kannst du da einmal rumschleichen in die andere Richtung irgendwie? Hier, diese Richtung? Ich habe hier einen ganz kleinen Einblick ins Gelände. Aber da kann ich nicht durch. Ich könnte hier. Nee, ich könnte nicht über die Zäune. Also kannst du die zwei nicht ausschalten? Fuck! Meldefeind hat eine Leiche entdeckt. Ich kann es probieren, Moment. Wir. Nee, ja, die 2 ist nicht auszuschalten. Schade. Ich könnte es von vorne versuchen, aber das ist riskant. Dann stehe ich vom Geschütz. Er macht doch keine Meldung? Okay. Doch, die sind ein bisschen nervöser geworden. Die 2 ist rausgelaufen. Du könntest jetzt an dem Geschütz vorbeilaufen. Ich bin am Geschütz vorbei. Okay. Wenn du jetzt da rumgehst, dann solltest du ihn erwischen können. Okay. Er hockt an den Kisten, genau. Ziel eliminiert. Ich höre Funk. Ja. Und Schüsse. Zum Teufel. Aber von wem? Von wo? Ich sehe nichts. Ich muss mir gerade kurz mit der Drohne den Überblick verlassen. Da ganz drüben! Wo ist drüben? Ist tot. Bleibt ihr in Deckung, macht eure Mission weiter. Ich mach mir ein bisschen Spaß mit den Jungs hier. Na dann. Enno, wo bist du? Ich bin bei der Position von 2. Okay. Wanba, du kannst vor dem Geschütz einmal lang gehen und zu Enno dazu stoßen. Tango getroffen. Bei der 2. Ehemals 2. Ich glaube, unser Scharfschütze hat's erwischt. Oh ja, Moment, ich habe die Position vom Scharfschützen, das ist kein Problem. Oh ich Gott, der Scharfschütze ist genau bei der 2. Ja, ich sehe es. Die 2 ist schwer bewaffnet. Soll ich trotzdem eine Wiederbelebung versuchen? Da durch sind noch Gegner. Okay. Schaffst du es mit der Drohne? Oh, ja. Shit, das tut immer noch weh. Schnell. Du schaffst das. Ja, die 2 ist tot. Ist tot. Kleiner Penner, der kam hier hoch. Achtung, Enno mit der 3. Die ist oben auf dem Balkon. Hab ich gerade noch nicht gesehen.
Ich lenke die Leute mal ein bisschen auf mich. Oh. Vorsicht da hinten. Ne, hinter dem Gebäude ist das die zwei. Ich könnte vor allem Munition gebrauchen. Meine Waffe fühlt sich schon ziemlich leicht an. An mir. Ich sehe ein Hauptgebäude des Kartells. Sehen wir es uns an. So, kommt zu mir, ihr Vollidioten. Ich glaube, die die 4 befindet sich genau auf der anderen Seite des Gebäudes, auf das ihr guckt. Also wenn ihr noch bei der 2 seid. Mhm. Ja, bin noch bei der 2. Wenn ihr Richtung 4 schaut, der befindet sich genau auf der anderen Seite des Gebäudes an der Wand. Und die 3 befindet sich in dem Gebäude im ersten Stock. Standen. Okay, aber sagen wir neue das... 2 Wann war Vorsicht hinter dir? Die 2 ist markiert Gebäude. Hinter dir jetzt. Oben an dem Gebäude. Ja, da. Ja, stimmt, danke. Kannst du für mich mal nach Munition in meiner Umgebung suchen? Kann ich machen, du warst hier schon drin. Achso, na, ich meinte jetzt unseren Overwatch. Oh Gott, ich höre doch irgendwie Schmerzen. Alles gut, alles gut. Ich hatte einen schweren Soldaten neben mir, der meinte, er könnte durch Wände gucken. Oh, Watch, geht's dir gut? Ja, ich sehe im Moment leider keine Kiste. Ich habe übrigens die Waffenkiste gefunden plus Munitionskiste direkt am Haupteingang. Alles vorne. Ich kann euch versuchen, die Jungs hier ein bisschen abzunehmen, dann könnt ihr hier hin vorrücken. Schau noch kurz in den Zelten. Negativ nichts in den Zelten. Wie ist das mit der 3? Kann ich die erledigen? Ja, bist du in dem Gebäude drin? Nee, ich war auf dem anderen Gebäude. Wenn du ihn erwischen kannst, dann ja. Okay, der ist erledigt. Passt aber mit der 4 auf, der ist da immer noch zwischen den Häusern. Ich schau mal kurz, ob ich die 4 erreiche. Ja, bin hinter der 4, könnte sie ausschalten, wenn nötig. Dann ja, ich kann ja Unterstützung geben. Oh Gott, die 4 hat mich angeschossen. Boah. Achtung, Reaper, da ist noch einer unter dir im Gebäude. Ich bin jetzt im Gebäude von der ehemaligen 3. Ja, ich bin hinter der. Das Gebäude müsste sauber sein. Das ist ja mal ein kleines Arsenal. Wann war komm hoch? Hier Gebäude ist Munition. Mexikanische Pesos und Vogelschrot. Dank dir. Das ist sein Markenzeichen. Wenn L.A. jemanden umlegt, sollen alle wissen, dass er es war. Sagen wir Bowman Bescheid. Da freut sich die Bowie. Okay, dann können wir das Gelände eigentlich verlassen. Oder? In eurem Gebäude befindet sich noch ein Orden für uns alle und danach gehen wir zur Amaria und nehmen uns die Waffe. Mhm. What the hell? Ich höre auch einmal zu euch vor. Sicherlich nochmal weiter. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ein Helikopter. Nun. Kann das sein? Chefchen, in welchem Gebäude sind denn die zwei Pappnasen? In dem großen mit den Antennen drauf. Wo ist mit dem Antennen drauf? Ach, das. So ein Mist aber auch. Ein Orden. Sicher, dass sich der Orden in diesem Gebäude befindet? Ja. Ich gucke nochmal aufs GPS. Ja, das Gebäude, in dem ihr drin seid. Achtung, es befindet sich noch eine Person irgendwo hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, es handelt sich dabei um eine klassische Fehlinformation. Die Drohne fliegt. Wird auch ein Helikopter gewesen sein. Noch einer? Ich weiß es nicht genau. Dass der Orden sich unten vor dem Gebäude befindet. Das ist meine Befürchtung. Es ist kein Orden. Es sind. Sondern? Patronen. Schrotpatronen. Oha! Dann weiß ich, was es ist. Nimm den Munitionspack. Ja, hier die Schrotpatronen, die da liegen. Nimm dir eine als Erinnerungsstück.
Ich hab gerade meine Waffe weggeworfen. Verdammt. Ja, das ist das Problem. Huh. Oder ist das nicht der Orden? Ich weiß es nicht. Ne, das sind unsere Auftrags... Ja. Oh. Wir brauchten die, damit wir quasi dafür sorgen können, dass es nicht nach uns aussieht, sondern nach dem anderen. Mm. Ah. Wir wollen einen Keil zwischen die Leute treiben, deswegen sollen sie denken. Ganz unten ist der Orden. Was? Ich war doch ganz unten. Hä? Ja, ja, ja. Guck mal auf die Rückseite, wo die 4 war letztens. Hey Bowman, wir können Elway eine Falle stellen. Ja, hier, Enno, Enno. Wie wär's, wenn wir den Unidad-Hauptmann töten und Elway dann guckst du hier in das Regal. Tatort hinterlassen. Wie gemein. Kriegen Sie auch. Danke. Und die, wie viele von ja, denen genau, genau, genau. Dann da. Oh Gott. Ja, in meinem Schrank stehen schon einige. Du hast einen Schrank dabei? Eine Ladung mit Pesos und Vogelschrott. Aber mir. Natürlich. Als Kind hatte ich einen Nachbarn, der seine Büchse. Ich habe aber meinen Rucksack dabei, wo die ganzen anderen Waffen drin liegen. Das Salz ja direkt in die Wunde gestreut. Wie eine Frau in ihrer Handtasche. Okay. Was denn? Alles drin haben. Und jetzt habe ich noch irgendwie diese Information gehört. Was war jetzt hier? Hier war ein Orden, hier war die Mission und. Ja, hier vorne am Haupteingang, wenn ihr in, hier in die Ameria reingeht, auf der linken Seite ist eine Waffenkiste, da ist die Dragonov drin. Ich kenne Armenia, aber nicht Ameria. Hier ist eine Waffenkiste. Da steht Ameria, wenn du drüber guckst. Ameria. Ameria. Da ist ein Akzent über dem I. Ich sehe da keinen Akzent. Ich schon. Geil, das kann ich gebrauchen. Oh, es passt gut zu meinen Schuhen. Genau, zwischen den zwei Anschlusslöchern. Gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Quasi genau da. Nein, nicht genau da. Ich glaube, ich habe dieselbe Idee wie unser Schaf. Oh! Ja. Wir haben einen Helikopter hier bei uns. Ich glaube. Wir haben einen sterbenden Schwan bei uns. Das so lange dauert. Wie ist. Ich höre Schreie. Wollt ihr ja am Brathähnchen? Ja, ich glaube, wir sollten mal abbauen hier. Jo. Ja. Ab zum Heli, der ist hier irgendwo. Ja. Da oben. Sollen wir da mit dem Auto hin? Ich flieg das nee. Ding. Gibt's mir den Speicherkorben aus? Ja, müssen wir gleich wechseln, aber erstmal hier abbauen. Okay. Nach links. Wo wir auch die Stadt hier unten nochmal abklappern könnten. Jetzt unter uns. Dort gibt es ein Magazin, aber das können wir auch später machen. Ist das Müll? Die da unten? Weiß ich nicht. Unser. Warum haut denn unser Seil? Huch! Oh, der macht Spaß, ich komm mit! Das war nicht gewollt. Hui. Pass auf die Hochspannungsleitung auf. Da bin ich schon drunter. Ja, meinte mich von dir. Ja. Ja gut, dann können wir uns hier noch einmal sammeln. Ich glaub's hat er den Heli an. Dann denn. Ja, da haben wir echt Probleme. Alles gut? Ja. Nein. Okay, Enno. Okay, dann hoffe ich, hat euch diese Folge wieder gefallen. Lasst einen Kommen, ein Like und ein Abo da. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.